Das ist der neue Papierschneider von EFCO und den möchte ich dir jetzt einmal genauer vorstellen. Und zwar, ja, er ist kleinhandlich und man kann ihn mal eben mitnehmen, weil er natürlich sehr leicht ist. Hier oben hat er eine Funktion, dass man ihn auch aufhängen kann, wenn man möchte. Die Besonderheit von diesem Schneider ist unter anderem, dass wir hier dieses hochschiebbare, ja, diesen Stopp haben, sage ich mal. Den können wir hochziehen. Das heißt, wir haben verschiedene Dicken, die wir hier auch schneiden können. Ich zeige dir das jetzt einmal anhand eines Beispiels. Wenn du den Schneider benutzen möchtest, einfach hochhebeln das Ganze. Und hier diese Schiene, die musst du einmal hochheben. Dann schiebst du deinen Gegenstand, den du schneiden möchtest, einmal da durch. Zum Beispiel, wenn du jetzt einen A4-Bogen hast und daraus zwei Karten machen möchtest, ist es natürlich sehr praktisch. Du kannst es jetzt einmal hier runterdrücken und dann vorsichtig schneiden. Und so halbierst du natürlich einmal deine A4-Seite und hast zwei A5-Seiten. Das gleiche kannst du natürlich machen mit anderen Materialien. Ich habe das jetzt auch mal hier mitprobiert. Also auf der Verpackung steht drauf, auch für Moosgummi geeignet, unter anderem. Und hier ist es ganz genauso. Einfach Schiene hochheben. Der muss natürlich immer sehr schön weit hochgehoben werden. Dann einmal hier fixieren. Dafür ist diese Schiene hier da. Einmal runterdrücken, Hebel runterdrücken. Und du hast dein Moosgummi geschnitten. Schön sauber geschnitten vor allen Dingen. Und natürlich auch Filz. Hier habe ich zum Beispiel 2 mm Filz. Auch den kannst du damit schneiden problemlos. Du hebst natürlich auch hier wieder die Schiene an, drückst die Schiene fest und schneidest. Wichtig ist natürlich da, weil dieser Hebel hier ist natürlich beweglich, dass man den ruhig langsam einfach gerade runterfahren lässt und nicht groß da hin und her mit wegwackelt, damit natürlich der Schnitt auch gerade ist. Wie du siehst, Filz ist auch super toll geschnitten. Zum Vergleich schneiden wir jetzt mal 3 mm Filz und auch problemlos. Was du auch damit schneiden kannst, unter anderem ist, das habe ich jetzt nicht hier, Jute, Leder, Vinyl und natürlich auch Stoff. Stoff, da kann ich dir das auch alternativ zeigen anhand eines Bandes, weil Bänder bestehen ja auch aus Stoffe. Und ja, hier kann ich es dir genauso zeigen. Einmal wieder fixieren und schneiden. Sauberer Schnitt. Ja, da bin ich mit zufrieden mit diesem Schnitt. Bevor du mit dem Gerät natürlich loslegst, wenn du dir das kaufen solltest, hier ist noch so eine Folie, die empfiehlt sich natürlich wie bei jedem neuen Gerät erstmal abzuziehen, damit man damit besser arbeiten kann. So, der ein oder andere, der fragt sich jetzt sicherlich, warum soll ich mir das holen, wenn ich schon ein Schneidebrett zum Beispiel habe? Dieses hier von EFCO, das benutze ich ja auch sehr gerne, wie du vielleicht weißt. Der Unterschied ist sehr einfach. Hier bei dem, da nutzen sich natürlich sehr schnell die Klingen ab. Das ist ganz normal, weil wenn man damit viel schneidet, dann nutzt man halt dieses Messerchen ab. Die kann man nachkaufen, kein Problem. Das heißt, wenn ich jetzt so Boxen mache oder so, werde ich natürlich weiter hier mitschneiden. Wenn ich aber viel Kleinzeug schneiden möchte, zum Beispiel, und ich meine Klinge von dem anderen schonen möchte, ich nur wirklich nur Kleinigkeiten brauche, wie jetzt zum Beispiel bei der Papierreste-Challenge, die ich hatte, da kann ich mal eben das hier nehmen und einfach mal kleine Stücke Papier zuschneiden und das geht ruckzuck hiermit. Das ist halt der Vorteil. Das kann man sich mal eben so an der Seite hinstellen, hat es schnell griffbereit und hat schnell vor allen Dingen einen kleinen Schnitt gemacht. Möchtest du aber natürlich großformatig arbeiten, ist natürlich trotz allem noch so ein großes Schneidebrett sinnvoll. Das habe ich dir ja auch schon mal in einem Video gezeigt. Und ja, ich kann natürlich beide
gut miteinander kombinieren und es macht natürlich Spaß, wenn man zwei hat. Und ja, für Kleinigkeiten reicht natürlich auch das hier. Aber das ist halt nicht zum Prägen. Aber wir können hiermit halt wirklich, ich zeige euch das mal, seht ihr, da passt richtig auch etwas Dickeres zwischen und man kann es schneiden. Und man kann bis zu 5 Papierbögen A80 Gramm hiermit auf einmal schneiden. Ist vielleicht auch nicht uninteressant, wenn man vielleicht kleine Zettelchen, kleine Flyer, kleine Einlageblätter oder etc. machen möchte. Ja, ich wünsche dir noch viel Spaß beim Basteln und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Deine Tanja.